vorhin auch so gesagt, dass ohne Graswurzeln. Es soll wachsen dürfen. So, vielleicht noch zwei. Dann kannst du mal schauen? Zu klein. Danke. Dankeschön. Sven Lehmann, Sie sind Bundestagsabgeordneter für die Grünen in Berlin. Sie haben heute hier in Müngersdorf Erde in einen kleinen Sack gefüllt. Warum? Ja, wir sind hier in Köln-Müngersdorf, einem Ort, der zur Zeit der Nazi-Herrschaft ein absoluter Ort des Schreckens und des Leidens war, weil hier ab 1941 tausende Menschen vor einem jüdischen Glaubens inhaftiert wurden, hier in Ghettos gelebt haben und dann auch in Vernichtungslager deportiert wurden. Und ich habe die Möglichkeit, Erde aus meinem Wahlkreis mit nach Berlin zu bringen, zu einem Kunstwerk, was dort dann eingesetzt wird. Und ich habe mich für diesen Ort entschieden, um an dieses Leid zu erinnern, aber auch daran zu erinnern, dass wir in der Verpflichtung stehen heute, dass so etwas nie wieder passiert. Wenn man mal so auf die aktuellen Entwicklungen in Deutschland sieht, wie wichtig ist das, dass wir an solche Orte wie hier erinnern? Es gibt die Initiative hier, das Mahnmal zu verändern, von Herrn Ungers ein neues Mahnmal mit Inhalten auch zu schaffen. Ich unterstütze sehr, dass hier ein Mahnmal nach dem Entwurf von Simon Ungers, dem Künstler, entsteht, weil ich glaube, dass solche Orte, die so viel Schrecken und Leid über Köln, aber auch über die Bundesrepublik gebracht haben, dass die wachgehalten werden müssen. Gerade wenn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben, braucht es Orte, wo gedacht wird, aber wo man sich auch dann entsprechend erinnern kann, dass wir in einer Zeit gelebt haben, wo Menschen, bloß weil sie etwas Bestimmtes geglaubt haben, ermordet wurden. Und wir leben leider in einer Zeit heute, wo wieder Unterschiede gemacht werden nach Herkunft, nach Glauben, nach Sexualität, nach Geschlecht, nach Alter, nach sozialem Status. Und ich verstehe mich als Abgeordneter auch in der Pflicht, genau wie alle Demokratinnen und Demokraten, dafür zu arbeiten, dass so etwas nie wieder passiert und dass diese Menschenverachtung und diese Menschenfeindlichkeit keine Mehrheit in Deutschland bekommt. So, ich glaube, das reicht. Wir fahren am Sonntag ein bisschen mehr Einsatz erwarten. Aber das wird ja interessant, was da alles rauswachsen wird aus all diesen Stücken Erde. So, dann darf ich. Dr. Werner Jung, Sie leiten das NS-Dokumentationszentrum. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort in Köln-Müngersdorf. Hier sind schreckliche Verbrechen passiert. Was ist hier während der NS-Zeit alles passiert? Man weiß das meistens gar nicht, dass das einer von drei Orten darstellt, wo sich NS-Zeit in ihrer gesamten Brutalität zeigt. Nicht? Das ist ansonsten vielleicht das LD-Haus, die Gestapo-Zentrale, das Messegelände, das Messelager als Außenlager des KZ Buchenwald. Und hier errichtete dann Gestapo und die Kölner Stadtverwaltung ein Lager. Und das war eigentlich die letzte für die Deportation von Juden. Es war die letzte Station vor der Deportation. Zum einen in dem großen Vor, was jetzt hier auf der linken Seite wäre, also aus ihrer Sicht auf der rechten natürlich. Und auf der anderen Seite wurde ein Lager gebaut, ein Barackenlager. Und vollkommen überbelegt. Und von hier aus gingen dann die Deportationen, der Weg bis zum Messegelände und dann in die Vernichtungslager im Osten. Das ist ein Weg und deswegen hat das hier eine ganz besondere Bedeutung, weil es zigtausende betrifft. Und man hat daran erinnert, seit 1981 mit einem großen Findling, wie man das nennt. Das ist vielleicht für die Zeit in Ordnung gewesen. Heute macht man das anders. Man hat vor allen Dingen das Problem, dass der nicht richtig auffällt. Und das war auch das, was der Bürgerverein Müngersdorf sich zum Ziel gesetzt hat, dies entsprechend mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und das finde ich klasse, diese Grundidee. Ich sage immer, Bürgervereine können ja auch schon mal was anderes machen. Und hier ist ein Engagement, das ist also sehr groß. Und wir haben die Verbindung mit einem Kunstwerk von Simon Ungers, was hier zum Stehen kommen soll, dann mit eingebracht, die Idee auf drei Blöcken Informationen zu bieten und dann die beiden Lagerkomplexe, nämlich das Vorgelände wie das neu gebaute Barackenlager, zu verbinden.